Ich darf alle zu der ungewöhnlichen Pressekonferenz begrüßen, teilweise von zu Hause aus, wir in sämtlichen Räumen in Messendorf verteilt. Nebenan im Raum finden auch gerade die Testungen der Spieler statt. Ich darf natürlich unseren Präsidenten, unseren Geschäftsführer Sport Günter Kreis und Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Teppich und unseren Neo-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker recht herzlich begrüßen. Christian, bitte gleich einmal um deine einleitenden Worte. Ja, Alex, einen recht herzlichen guten Morgen. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Es ist ja eine Premiere. Als Sturmpräsident gibt es nichts, was man nicht erlebt. Auch gerade in diesen Tagen und Wochen möchte ich alle sehr herzlich, die uns zuhören und zuschauen, insbesondere jetzt die Medienvertreter, die ich da auf meinem Bildschirm sehe, sehr herzlich begrüßen. Premiere einer digitalen Pressekonferenz. In der Form, glaube ich, hat es in der Geschichte des SK Sturm noch nie einen Geschäftsführer gegeben, den wir herzlich willkommen heißen. Lieber Andi Schicker, als neuer Geschäftsführer Sport bist du jetzt keine Sensation, wenn wir das heute ankündigen, sondern es war erwartet und das ist auch gut so. Es ist ein nahtloser Übergang von Günter Kreisel auf Andreas Schicker mit dem 1. Mai. Der Günter wird uns aber bis zum 30.06. noch zur Verfügung stehen, wird aber bis 30.04. dann noch offizielles Geschäftsführer agieren. Die nächsten Tage dann übernimmt der Andi Schicker und wird also dann den Medienvertretern der Öffentlichkeit und allen dort, wo es relevant ist, als Geschäftsführer Sport auftreten. Ich möchte zum Günter Kreisel ganz kurz was sagen. Der Günther hat ja auch diesen Weg aus der ersten Reihe auszuscheiden, auch schon über einige Wochen angesprochen und es ist sein eigener Wunsch. Wir tun uns nicht leicht mit dieser Entscheidung. Lieber Günther, haben das akzeptiert, weil du in diesen 4 Jahren hervorragende Arbeit geleistet hast. Du bist immer extrem verantwortungsbewusst mit deiner Funktion umgegangen in jedem Augenblick. Deine gesamte Leidenschaft und deine Emotion hineingeworfen. Wie immer gesagt, wer Kreisel bestellt, kriegt auch Kreisel. Du hast eine unglaubliche Beziehung auch und Bindung zu diesem Verein aufgebaut. Was deine Erfolgsbilanz und was deine Entwicklung betrifft, hoffentlich sagst du selbst nur auch noch ein bisschen was von den nackten Zahlen her. Aber die Bindung, die du in dieser Zeit gegenüber dem SK Sturm aufgebaut hast, ist außergewöhnlich gewesen. Manchmal hätte ich gesagt, du kommst direkt aus der Fankurve und bist als junger Mensch hier bei uns aufgewachsen. Das zeichnet dich aus und daher freue ich mich umso mehr, dass du nach einer Auszeit wieder zurückkehrst zum SK Sturm in eine wichtige Funktion. Man könnte fast sagen, ihr tauscht ein bisschen die Position. Der Günther wird in allen wesentlichen und sportstrategischen Fragen die rechte Hand vom Andi Schicker. Kannst nachher vielleicht noch ein bisschen ausführen, Günther, was der Verantwortungsbereich deiner neuen Funktion ist. Aber ich freue mich unheimlich. Ich glaube, das ist schon neu. So gesehen freue ich mich, dass es uns gelungen ist, dich auch beim SK Sturm in führender Funktion, auch wenn das jetzt nicht ganz so nach außen ist, behalten zu können. Das ist schön. Zum Andi Schicker, ist einer, den viele von Ihnen kennen. Der Andi ist im innersten Zirkel schon doch seit einigen Monaten mit dabei. Wir haben uns mit dem Andi schon vor Corona auf eine Geschäftsführerfunktion grundsätzlich geeinigt. Das braucht dann halt immer Zeitpunkt und Verhandlungen und Vertrag, das gehört dazu. Aber ich betone, die Entscheidung, die wir heute verkünden, in der Corona-Zeit hat überhaupt nichts mit den Umständen und mit diesen äußeren Rahmenbedingungen zu tun, sondern das hätten wir auch vorher und wir hätten es wahrscheinlich auch sonst früher gemacht. Warum es sich ein bisschen verzögert hat, war letztlich auch dem Umstand geschuldet, dass also jetzt alles in Sicherung, Betrieb, Notbetrieb des SK Sturm investiert wurde. Der Andi Schicker ist einer, der sehr ähnliche Eigenschaften mitbringt, sonst hätte ihn wahrscheinlich auch der Günther nicht engagiert gehabt.
Kleiner Unterschied, er ist ein Steirer. Ansonsten die Eigenschaften sehr ähnlich. Er ist buntfändig, ihn verbindet auch die Leidenschaft. Er hat einen beeindruckenden Lebensweg hinter sich. Er ist ein Mensch, glaube ich, der wie kein zweiter Probleme in seinem Leben gelöst hat. Ihn zeichnet eine unglaubliche optimistische Grundhaltung aus. Er ist wahnsinnig fleißig und ist einer, der, so wie der Günther auch, gerade den ganzen Nachwuchs, die Spieler, die Talente in Österreich gut kennt. Und weil er noch nicht jetzt so lang und so weit entfernt ist als Spieler, hat er auch noch immer sehr, sehr guten bis exzellenten Zugang zu vielen Spielern, die heute noch aktiv sind oder zumindest einmal zu den Führenden im Fußballgeschäft in Österreich gehören. Das ist einmal mein Statement von Seiten des Vereines. Und ich freue mich, lieber Andi, und wünsche dich in dieser Funktion alles, alles Gute. Und dem Günther werden wir dann bei Gelegenheit dann auch noch sozusagen auf das Ende seiner Geschäftsführerkarriere anstoßen. Aber Günther, natürlich stoßen wir dann auch gleich wieder an auf die neue Funktion. Dankeschön. Andi, von meinem Bürokollegen zum Geschäftsführer, Gratulation einmal vorweg. Bitte um deine Worte. Hallo an alle, auch von meiner Seite. Danke, Presi, für die positiven einleitenden Worte. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Mir ist auch bewusst, was mich hier erwartet als Geschäftsführer Sport, welche Verantwortung ich auch habe. Ich will mich auch bedanken beim gesamten Vorstand fürs Vertrauen, beim Präsident Christian Jauch. Danke auch an den Günter Kreisel, weil er hat mir echt erst den Weg ermöglicht. Das war so, vor 5 Jahren hat er mir direkt aus der Reha-Klinik in Doppelbad mehr oder weniger wieder in den Profifußball zurückgeholt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann wirklich auch sehr, sehr viel lernen können, was Kaderplanung, Vereinsstrukturen und andere Dinge angeht. Und jetzt hat es einfach vor 1,5 Jahren bin ich dann als Chef-Scout zu Sturm gekommen und habe auch hier den Verein von Ihnen kennengelernt. Ja, freue mich wirklich riesig auf die Aufgabe. Und wie der Präsident schon gesagt hat, war wirklich im letzten halben Jahr bei allen wichtigen Entscheidungen schon eingebunden. Ich glaube, der Präsident hat mich das erste Mal sogar noch um die Weihnachtszeit im alten Jahr angerufen. Es hat wirklich sehr, sehr viele gute Gespräche gegeben. Und darum freut es mich auch, dass letztendlich die Entscheidung auf mich gefallen ist. Prinzipiell will ich auch noch Danke an alle im Verein sagen, die was das Thema Kurzarbeit angenommen haben. Also wirklich Geschäftsstelle, Mannschaft, Trainerteam, medizinische Abteilung, wirklich alle, weil das ist nicht selbstverständlich und das zeigt, wie der Verein tickt und am Leben ist. Was man wirklich auch jetzt in der schwierigen Zeit, Corona-Zeit, nicht vergessen kann, dass wir uns mitten unter der Saison befinden, sind noch 10 wichtige Spiele in der Meisterrunde zum Spielen. Ich hoffe, dass hier bald eine Entscheidung kommt, dass wir wieder weiterspielen können. Und da will ich schon auch jetzt gleich wirklich vollstes Vertrauen in die Mannschaft und auch in das gesamte Trainerteam und Estel Maestro aussprechen, weil ich bin einfach überzeugt, dass in dieser Saison noch sehr viel möglich ist und dass wir wirklich letztendlich unsere Ziele noch erreichen. Es wird jetzt dann sehr, sehr schnell gehen. Wenn es wirklich losgeht, ist es vielleicht wirklich in 6 bis 8 Wochen vorbei. Und da ist es wirklich wichtig, dass der Fokus in diese Richtung geht. Ansonsten können wir nachher noch reden und will jetzt das Wort wieder zurück an Alex geben. Danke auf alle Fälle. Danke dir. Günther, bitte. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich fange mal mit den Hard Facts an. Christian Jauch hat schon erwähnt, ich werde jetzt mit 30.04. meinen letzten Tag als Geschäftsführer Sport des SK Sturm haben und ab 1. Mai an den Andreas Schicker übergeben.
werde darüber hinaus bis zum 30.06. unterstützend im Verein bleiben, um eine bestmögliche Übergabe zu gewährleisten und werde ab Anfang Oktober als technischer Direktor, so wird die Bezeichnung sein, wieder zum SK Sturm zurückkehren, was man alles darunter verstehen kann, welche Bereiche da in den, für den technischen Direktor wichtig sind, werde ich nachher noch erwähnen. Ist einfach eine gute Gelegenheit, um sich bei vielen Personen zu bedanken, allen voran einmal beim Präsidenten Christian Jauch, stellvertretend für den gesamten Vorstand, nicht nur für die Worte heute, sondern vor allem für das Vertrauen, das ihr mir 2016 gegeben habt, wie ihr zu mir gestanden seid in all den Jahren und auch dieser Vertrauensvorschuss, dass ich im Herbst wieder zum SK Sturm zurückkommen kann. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken beim gesamten Vorstand. Ich möchte mich beim Thomas Teppich bedanken, der über 4 Jahre ein überragender Partner war als Geschäftsführer. Unsere Zusammenarbeit war geprägt von großer Loyalität und Vertrauen. Das ist nicht selbstverständlich. Dafür vielen Dank, Thomas. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern und vor allem bei meinen persönlichen Assistenten bedanken, die mich immer toll unterstützt haben in all den Jahren. Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Cheftrainern, die unter mir beim SK Sturm tätig waren, allerherzlichst bedanken. Jeder von ihnen hat sein Möglichstes gegeben, den SK Sturm so erfolgreich wie denkbar durch die Bundesliga zu führen. Und möchte mich zu guter Letzt bei denen bedanken, die ein großer Grund sind dafür, warum ich überhaupt mit dieser Begeisterung zum SK Sturm gewechselt bin. Das sind die Fans, das Vertrauen, die Wertschätzung, die jemanden in der Position, die ich begleitet habe, entgegengebracht wurde, ist absolut außergewöhnlich. Diese Fans sind Grund dafür, warum Sturm Graz so eine große Kraft hat als Verein. Und sie waren für mich all die Jahre große Inspiration, um alles zu unternehmen, den Verein so gut und so erfolgreich wie möglich zu führen. Dass das nicht immer gleichermaßen gut gelingt, ist leider dann irgendwie auch zu akzeptieren. Ich möchte vielleicht jetzt kurz eingehen auf den technischen Direktor. Der technische Direktor wird definiert vor allem auch über Personalthemen. Das heißt, es ist ganz stark auch im Scouting, was Spieler betrifft. Aber wir wollen auch massiv investieren in den Trainersektor. Ich glaube, als Verein tust du gut daran, den deutschsprachigen Markt auch im Trainerbereich gut zu überblicken. Das soll parallel passieren und basierend auf diesen Erkenntnissen werde ich auch weiterhin Teil des Personalplanungsteams bleiben, gemeinsam mit dem Geschäftsführer Sport und dem jeweiligen Trainerteam. Es geht um strategische Themen. Ich möchte ein paar Schlagwörter bringen, die wichtig sind für den Verein. Da geht es um Ausbildungsprinzipien. Wie wollen wir unseren eigenen Nachwuchs weiterentwickeln? Was erwarten wir uns von welcher Position? Dafür ist es notwendig, relativ genaue Positionsdefinitionen zu machen, hier strategisch zu arbeiten, was man von welcher Position erwartet. Das große Thema Spielphilosophie, wie weit ist es einzuführen, in welchen Bereichen, wie weit ist es nachhaltig, was kann man alles versuchen, als Verein festzulegen. Und zu guter Letzt natürlich auch die Unterstützung des Geschäftsführersports, weil der Club hat so eine Größe und die Aufgaben sind so herausfordernd, dass du gar nicht genug Unterstützung haben kannst. Und es ist genug Arbeit zu tun, auch wenn du 2 oder 3 Personen im Führungsbereich hast, bei einem Verein in der Größenordnung von Sturm Graz. Zu mir persönlich, zu dem Thema Auszeit. Ich habe das große Glück gehabt, seit 2001 durchgehend im Profifußball tätig sein zu dürfen. Das sind fast 2 Jahrzehnte. Das ist außergewöhnlich, ohne eine nennenswerte Pause. Und speziell die letzten 8 Jahre als Sportdirektor, Geschäftsführer Sport von 2 Bundesliga-Vereinen, bringen auch ein extrem intensives Tagesgeschäft mit sich. Und die Gefahr dabei ist, wenn du immer so im Tagesgeschäft verhaftet bist, dass dir manchmal vielleicht der Blick aufs Große und Ganze ein wenig abhanden kommt, dass die Dinge wie Kreativität, Innovation, auch die Zeit für Reflexion zum Teil fehlen. Und der Sinn und Zweck dieser 3-monatigen Auszeit, ich wiederhole es nochmal, von Ende Juni bis Anfang Oktober, ist einfach physisch und psychisch die Batterien wieder aufzuladen, eben Zeit für genannte Dinge wie Reflexion, Innovation wieder zu schöpfen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das Prinzip im Sport, dass Leistung immer besteht aus den 2 Bestandteilen Belastung und Erholung, Regeneration, dass das auch auf dem beruflichen Lebensweg anzuwenden ist. Und deswegen ist es für mich wichtig, jetzt einmal durchzuschnaufen, Akkus neu zu laden und im Herbst wieder mit der gleichen Begeisterung für den SK Sturm tätig zu sein. Noch ein paar Worte zu Andreas Schicker.
für mich. Andi, vielen Dank. Du warst all die Jahre ein überragender Partner, ein überragender Assistent. Ich wünsche dir alles, alles Gute für diese neue Aufgabe und für diese große Herausforderung. Ich bin überzeugt, dass du alles mitbringst, was man braucht. Du hast ein großartiges Auge für den Fußball, Fachkompetenz. Du bist ein unglaublich positiver Charakter als Mensch. Etwas, was für mich unglaublich wichtig ist, auch für Führungspositionen. Und Präsident hat schon erwähnt, ein wahnsinnig fleißiger. Und das sind großartige Voraussetzungen, dass du hier sehr erfolgreich arbeiten wirst. Und ich werde versuchen, dich so gut wie möglich zu unterstützen. Und enden möchte ich damit, dass es in der Kurzbilanz beim SK Sturm in diesen 4 Jahren oft sehr intensiv war, dass ich mich oft gefreut habe, mindestens genauso oft auch geärgert habe. Aber das, was wirklich fantastisch ist, ich bin jeden einzelnen Tag gerne in die Arbeit gegangen. Ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, wo ich mich nicht darauf gefreut hätte oder dass es Herausforderung gesehen habe, für den SK Sturm tätig sein zu können. Und das hat ganz, ganz viel auch mit der speziellen Qualität dieses Vereins zu tun, der einfach neben einer wirklich geilen Geschichte und Tradition so viel Energie birgt und dass es mir einfach eine große Freude war, all die letzten Jahre für den SK Sturm tätig sein zu können. Vielen Dank. Dankeschön. Thomas Teppich, Gratulation. Neuer Geschäftsführungskollege und ab Oktober neuer Mitarbeiter. Bitte dein Statement. Danke Alex, schönen guten Morgen. Ich möchte beginnen und mich natürlich auch beim Günther bedanken für diese, also bei mir sind es jetzt knapp 3,5 Jahre, für die extrem gute Zusammenarbeit. Günther, es war immer, wie du schon gesagt hast, extrem großes Vertrauen da, total wichtig in unseren Funktionen und Positionen. Unglaublich professionell, habe auch viel dazugelernt natürlich, was das Fußballerische betrifft, was die ganzen Regularien betrifft. Auch vielen Dank dafür, dass ich da einen Einblick gewinnen durfte. Wir haben ja auch das Glück gehabt, dass es nicht nur turbulent war auf der einen Seite, sondern wir durften ja auch sehr erfolgreich sein in den letzten Jahren, sowohl auf der sportlichen Seite natürlich, aber auch durch die vielen anderen Dinge wie Transfergeschäfte und so weiter, auch wirtschaftlich, was auch in schwierigen Zeiten, wie wir es auch gerade im Moment haben, natürlich auch ein Vorteil ist. Vielen Dank dafür. Du hast dir diese Auszeit wirklich verdient, waren harte Zeiten. Freue mich, wenn du dann wieder mit vollen Tanks zurückkehrst, mit diesen Dingen, die du schon angesprochen hast, Kreativität, neuen Ideen und Plänen und auch zusätzliche Energie, die wir dann sicher der Andi und ich sehr, sehr gut gebrauchen können. Freue mich dann, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht in der heutigen Saison, aber ich wünsche dir dann gute Erholung, gute Zeit, auch mit der Familie, extrem wichtig, Tanks auffüllen. Ich freue mich, wenn du dann im Oktober wieder zurück bist, weil auch wie du es schon erwähnt hast, ich glaube, dass es auch extrem wichtig ist, dass es hier 2 Personen gibt. Die eine Person eben, die Geschäftsführung übernimmt, aber wir haben dann so viele andere Bereiche, die wir sicher noch optimieren können, verbessern können und da werden wir dann noch einmal auch mit deiner Person zusätzlich dann deutlich besser aufgestellt sein. Danke. Danke, Günther. Lieber Andi, ja, 1,5 Jahre sind ja mittlerweile, glaube ich, fast vergangen, die wir schon zusammenarbeiten dürfen. Ich möchte dir sehr herzlich dazu gratulieren, freue mich auf die Zusammenarbeit. Wir kennen uns ja auch schon gut, hat bis dato super funktioniert. Ebenfalls sehr respektvoller Umgang, schätze dich als extrem professionellen Kollegen ein. Großes Vertrauen ist da. Ich glaube, das sind alles wichtige Voraussetzungen, die wir schon geschaffen haben. Und jetzt damit mit 1. Mai geht es dann eben offiziell los. Wünsch uns beiden, dir und uns und dem Verein dann natürlich auch weiterhin alles Gute. Freue mich auf die Zusammenarbeit. Und ja, jetzt kommen noch einige große, schwierige, interessante Themen auf uns zu in den nächsten Tagen, vor allem auch aufgrund der aktuellen Situation, wie es auch mit der laufenden Saison noch weitergeht. Lieber Andi, herzlich willkommen. Freue mich auf die Zusammenarbeit. Alex, ich gebe das Wort wieder an dich zurück. Dankeschön. Es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen, gerne mit Handzeichen. Wer nicht im Video sprechen möchte, kann auch gerne die Frage in den Chat stellen. Ich werde sie dann einfach vorlesen. Bitteschön. Wenn es Fragen gibt. Ja, Volker Silli, Kronenzeiter. An den Andreas Schicker. Und zwar, Andi, du hast gesagt, es ist noch die Möglichkeit gegeben, die Ziele der Saison zu erreichen. Wie sind die Ziele aus deiner Sicht? Also ich glaube, wenn man jetzt 10 Runden vor Ende
vier Punkte hinter dem dritten Platz ist, ist das natürlich ein Ziel. Ich glaube einfach, dass das auch realistisch ist. Ist natürlich jetzt das Wichtigste, dass wir wieder zum Spielen kommen. Aber ich traue das unserer Mannschaft absolut zu und bin da einfach überzeugt, dass wir das am Ende schaffen können. Eine weitere Frage wäre, und zwar durch diese Corona-Krise hat sich ja die Transferpolitik vermutlich ein wenig verändert. Wie schaut es da bei Sturm aus? Wird Sturm in Zukunft mehr auf eigene junge Spieler setzen? Wie sieht es aus deiner Sicht aus? Wie gesagt, das ist prinzipiell jetzt natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil natürlich auch vom Planen her das ja alles sehr ungewiss ist. Es verändert sich ja fast täglich die Ereignisse. Und natürlich wird sich da was verändern auch. Prinzipiell muss man schon ganz klar sagen, dass es auch im Frühjahr schon ganz klar erkennbar war in den vier Spielen, dass wir mehr auf die Jugend gesetzt haben. Wir haben in den vier Spielen in der Meister im Grunddurchgang drei Spieler gehabt mit Startelfdebüt. Das ist dann schon der richtige Weg und den Weg wird es auch weitergeben. Und es ist ja so, dass wir jetzt natürlich einmal abwarten müssen, wie es weitergeht und natürlich auch, wie die Saison dann endet. Aber prinzipiell ist schon in meinen Planungen drin, dass die Jugend ganz klar passiert wird. Florian Prates, MoAF Steiermark hätte eine Frage. Geht das? Seht ihr mich? Bitte gerne. Kurze Frage an Andreas Schicker. Gratulation nochmal. Und wie sehen die kurzfristigen Planungen aus? Wie wird der Verein jetzt sozusagen wieder den Betrieb aufnehmen? Wie plant ihr das? Wie gehen die Tests voran? Prinzipiell haben wir die Zeit jetzt, die 5 Wochen, sehr gut überbrückt mit Heimprogramm, sehr professionell gemacht. Trainer, auch wir waren sehr oft im Austausch mit den Spielern. Es ist so, dass heute jetzt parallel Testungen durchgeführt werden, PCR-Testungen. Und wir haben heute dann noch mit der Liga einen Termin und danach wird entschieden, wann wir wieder das Kleingruppentraining beginnen können. Womöglich schon morgen, am Dienstagnachmittag. Und dann wird es in das Kleingruppentraining gehen. Das ist natürlich schon ein Riesenschritt wieder, wenn die Jungs mit dem Ball was machen können. Und danach muss man einfach wieder abwarten, was die Liga, was die Regierung freigibt. Aber ich denke, dass wir die Zeit gut gemeistert haben, gut überbrückt haben. Und darum bin ich auch sehr optimistisch, dass wir da gute Möglichkeiten haben. Ihr habt euch in den letzten Wochen verständigt, hat es vielleicht auch so Gruppenchats gegeben, wo alle Mitglieder der Mannschaft dabei waren, weil es ist ja wahrscheinlich schwierig, da alle irgendwie zu erreichen. Genau, also es hat wöchentlich so Zoom-Videokonferenzen gegeben mit allen Betreuern, mit drei Gruppen von Spielern. Und da war der Austausch sehr, sehr gut und das hat wirklich sehr viel Zeit in Anspruch genommen, aber denke auch, dass es sehr, sehr, sehr gut war. Ich weiß auch, dass der Nestor fast täglich mit Spielern in Kontakt war und immer wieder überprüft hat, wie das Heimprogramm ist, wie funktioniert das, weil es ist ja nicht dann so einfach auch, dass die Spieler verschiedene Sprinttrainings auch haben, welche Möglichkeit haben sie überhaupt zur Verfügung. Da hat er wirklich auch sehr individuell gearbeitet und auch von den Spielern, das Feedback war sehr, sehr, sehr gut. Bitte, Stefan. Frage an Herrn Kreisel. Bei den Aufgaben des technischen Schlagworte einheitliche Spielphilosophie und Ausbildungsprinzipien, aber auch der deutsche Trainermarkt gefallen. Ist da vielleicht Salzburg ein bisschen ein Vorbild in dem Bereich? Natürlich mit ganz anderen budgetären Möglichkeiten, aber so was die ganze Vereinsstruktur angeht. Es ist Salzburg sicher auch ein Vorbild daran, wie man Trainer entwickelt. Das ist, glaube ich, mit ein Erfolgsgeheimnis, warum Red Bull auf verschiedenen Standorten so erfolgreich ist, weil man sich sehr auch mit der Entwicklung von Trainern, nicht nur von Spielern, auseinandergesetzt hat. Es waren ganz tolle Leute auch immer wieder im Bereich der zweiten Mannschaft, der Akademie unterwegs, um auch dieses Gefühl für den Verein zu bekommen, für die Idee, die dann wirklich zum Teil, ist es ja bekannt, einen herausragenden weiteren Berufsweg eingeschlagen haben. Wir wollen auch versuchen, diesen Trainermarkt besser kennenzulernen. Unserer Erfahrung nach ist es einfach gut, dass die deutsche Sprache oft so die Grundlage ist.
Aber das erweitert den Raum natürlich massiv und das kann man durchaus im Bereich des Scoutings mit übernehmen, weil du nie weißt, wann es soweit ist, dass du auch Trainer brauchst, egal für welchen Bereich, auch zweite Mannschaft, erste Mannschaft etc. Wissen, es gibt viele Szenarien, wo dich Trainer auch verlassen können, auch im Erfolgsfall einmal verlassen können und dann tut man gut daran, möglichst tiefes und profundes Wissen über mögliche Trainerkandidaten zu haben. Das ist das eine. Einheitliche Spielphilosophie, das einheitlich haben Sie jetzt noch dazugefügt. Spielphilosophie, geht es darum, wirklich auch so ein bisschen zu definieren, wofür möchte Sturm Graz stehen. Es muss dann immer noch genügend Freiheit sein für den jeweiligen Trainer, sich an die Gegebenheiten der jeweiligen Zeit anzupassen, auch flexibel zu bleiben, was den Gegner betrifft, was eine gewisse Situation betrifft. Aber sich Gedanken zu machen, welche Bereiche werden für immer und sollen für immer für Sturm Gültigkeit haben, was, und da wird man einige herausarbeiten können, wo du sagst, das ist einmal auf jeden Fall etwas, an dem wir uns anhalten wollen, dass darüber hinaus sich möglicherweise rundherum andere Dinge verändern, ist eine Sache. Ich erachte aber die zwei anderen Dinge für mindestens genauso wichtig, die ich genannt habe, nämlich einfach diese Positionsdefinition. Wie wollen wir, dass ein linker Verteidiger, ein rechter Mittelfeldstürmer, ein mittlerer Stürmer funktioniert, was soll der für Qualitäten haben? Und das hilft in zwei Bereichen. Auf der einen Seite natürlich in der Ausbildung, weil du dann genau weißt und das auch weitergeben kannst, auf welche Dinge legen wir Wert in der Ausbildung auf der jeweiligen Position, als auch ein sehr genaues Suchprofil im Scouting ermöglichen. Und das sind Dinge, für die brauchst du Zeit, für die brauchst du auch viele Beobachtungen, brauchst du Gespräche, um diese Dinge zu arbeiten. Und das ist dann schon auch ein positiver Part, wenn du dich ein wenig aus dem Tagesgeschäft rausnehmen kannst, dass du dir über solche Sachen gemeinsam mit dem Geschäftsführer von Sturm, mit dem Trainerteam Gedanken machst. Mag jeder von der APA, ja. Eine Frage an den Herrn Schicker, oder genauer gesagt zwei. Wie lange läuft Ihr Vertrag und wie schaut Ihre Vision vom SK Sturm 2022 zum Beispiel aus? Mein Vertrag ist unbefristet mit einem Kündigungsverzicht von 2 Jahren. Also bis 2022, dann Sommer 2022. Die Version im 2022 ist natürlich jetzt eine lange Zeit. Ich habe schon gesagt, der Fokus ist jetzt schon einmal da, dass wir die Saison heuer gut beenden. Aber natürlich ist es so, dass wie der Günther auch schon angesprochen haben, dass wir schon viele Ideen haben, was wir umsetzen wollen, was Spielphilosophie, Positionsdefinitionen angeht und dass wir einfach da schauen, dass wir wirklich auch den Verein wieder nach vorne bringen und dass wir da einfach auch, was die Ausbildung in der Jugend angeht, da viele Sachen umsetzen versuchen. Eine Frage noch an den Herrn Jauck. Welche Kriterien gab es bei der Personalauswahl zu erfüllen und inwiefern passt der Andreas Schicker genau in dieses Profil? Bin ich sehr dankbar für die Frage, werde sie so beantworten, wie ich sie schon vor kurzem beantwortet habe. Ich glaube, es war bei der letzten oder vorletzten Pressekonferenz, warum wir nicht die Kriterien veröffentlichen. Das haben wir alles schon gemacht, Herr Eder. Und dann haben wir dann Diskussionen gehabt bei 10 Kriterien, ob nicht ein Kriterium das geeignete ist oder nicht. Das sind Dinge, die haben wir im Vorstand ausführlich besprochen. Ich bin bekannt dafür, dass ich das versuche, auch bei so wesentlichen Entscheidungen auch sehr demokratisch umzusetzen. Das heißt, wir haben eine Menge an Hearings gehabt mit dem Andi Schicker. Das war nicht eines. Wir haben vieles hinterfragt. Wir haben auch unsere Vorstellungen dort formuliert und wir sind überzeugt, dass wir mit dem Andi jemanden gefunden haben, der das so umsetzen kann, um unsere Ziele zu erreichen. Aber die Veröffentlichung von jedem einzelnen Kriterium kenne ich auch bei anderen Vereinen nicht. Ja. Dankeschön. Markus Derand, dann deine Steiermark, bitte. Eine Frage an den aktuellen Sportgeschäftsführer und an den zukünftigen. Schlecht zu verstehen oder geht's? Jetzt geht's, glaube ich, besser. Okay. Also eine Frage an den aktuellen und an den zukünftigen Geschäftsführer Sport. Die Kaderplanung, die ja immer eine Rolle spielt, wie schwierig oder wie leicht gestaltet sich die aktuell? Es gibt einfachere Zeiten für die Kaderplanung, rein generell, das muss man schon festhalten. Es gilt sich jetzt einmal daran zu orientieren, in verschiedenen Szenarien zu arbeiten, das tun der Andi und ich.
Wir haben ja eine Menge an Spielern, die Verträge haben, über diesen Sommer hinaus. Mit denen kalkulieren wir es alle, die sind alle mit einbezogen in unsere Planungen. Und was dann weiters möglich ist, hängt natürlich auch viel von den wirtschaftlichen Möglichkeiten ab, die man als Verein zur Verfügung stellt. Das ist derzeit noch nicht final absehbar, wie das Budget sein wird. Wir haben natürlich, wie alle anderen Clubs, Anfang des Jahres für Lizenz ein Budget abgegeben, mit dem wir uns wohlgefühlt haben, das durchdacht war. Die Dinge und die Situation hat sich geändert. Und derzeit gibt es unterschiedliche Szenarien, auch was den Kader betrifft. Und es wird aber dann einmal auch ganz stark vom gesamten Verein, damit meine ich Vorstand, Geschäftsführung, abhängen, was für ein Budget zur Verfügung gestellt wird. Und das wird auch ein bisschen vorgehen, wie weit man sich verändern kann oder wie weit man dann auch wieder Abgänge braucht, um sich verändern zu können, sprich jemanden auch dazu zu holen. So würde ich das einmal formulieren. Andi, willst du noch was hinzufügen? Na, du hast ja alles gesagt. Das ist ja prinzipiell schwierig. Bei den Spielern, was wir ja aus sportlicher Sicht schon entschieden haben, dass wir weiterarbeiten wollen, haben wir aufgrund der Situation natürlich jetzt die Angebote mal zurückgezogen. Aber da hat sich sportlich rein nichts geändert. Das haben wir einfach überzeugt, dass sie sehr, sehr gute Spieler sind. Und alles andere war jetzt schon die Zeit, haben wir schon genutzt, sehr viel den Markt nochmal zu überprüfen, sehr viel Videoscouting gemacht auch. Und bin schon überzeugt davon, dass wir gut aufgestellt sind und schon einige gute Ideen im Kopf haben. Aber da ist jetzt einfach noch zu früh, weil wir eben, wie der Günther gesagt hat, haben wir noch genau schauen müssen, in welche Richtung sich das Budget entwickelt. Danke, gibt es noch Fragen? Bitte, Peter Altmann, Low Lines. Günther, du hast bei uns im Interview im Februar gemeint, wenn man uneitel genug ist, dann funktioniert das, dass man in die zweite Reihe zurückgeht und quasi den bisherigen Mitarbeiter als Chef hat. Verlasst man sich einfach auf das gute Verhältnis jetzt? Also reicht das oder muss man sich doch ein paar Spielregeln zurechtlegen bei dem Rollentausch? Ja, also grundsätzlich sehe ich es sehr positiv, aber man muss sich das dann natürlich anschauen. Warum sehe ich es positiv? Weil ich Zeit meines Lebens oft auch in einer Assistenzrolle tätig war. Ich durfte 10 Jahre Fußballprofi sein, war leider viel zu lange Zeit davon zweiter Torhüter. Da hast du auch innerhalb der Mannschaft meistens eine unterstützende Rolle. Ich war dann auch viele Jahre in mehreren Trainerstäben als Tormann-Trainer, als Assistenztrainer, war sehr, sehr lange in der zweiten Reihe und ich glaube, dass viele von den Cheftrainern, mit denen ich arbeiten durfte, grundsätzlich das Gefühl hatten, dass ich unterstützend bin, dass ich mich nicht nach vordrängen möchte. Das heißt, es hat schon mal gut funktioniert, auch aus dieser Position. Und ich mache das ja auch sehr bewusst, weil ich mich ein wenig auch freispielen will, um mich wieder auch noch mehr dem Spiel, dem Fußballspiel zu widmen. Weil in dieser Geschäftsführerrolle, wenn du das lange genug machst, bist du so viel im Bereich der Kommunikation tätig und kommst so wenig dazu, dich eigentlich mit dem Fußball auseinanderzusetzen, dass es hier einfach der Wunsch ist, hier wieder meinen Horizont zu erweitern. Und was den Andi betrifft, glaube ich, ist das wie in jeder Beziehung, wenn du eine gute Beziehung hast, dann erwarte ich mir da überhaupt keine Probleme in der Zusammenarbeit. Aber es wird natürlich auch für mich sicher am Anfang, das erwarte ich schon auch das eine oder andere Mal geben, wenn man denkt so, jetzt musst du einfach den Mund halten, du bist jetzt nicht in der vollen Verantwortung und vielleicht auch deine Ideen dann nur im Hintergrund an die betroffenen Personen weitergeben. Aber das denke ich mir, das ist auf jeden Fall zu schaffen. Und trotzdem ist es immer gut, ein paar Spielregeln aufzustellen. Aber ich werde bis zum 30. April den Geschäftsführer noch auskosten und genauso leben, wie ich es immer getan habe. Und ab 1. Mai versuchen, mich massiv zurückzunehmen und das vor allem die Kommunikation dann dem Andi zu überlassen. Darf ich an den Andi auch noch eine kurze Frage stellen? Ja. Du hast vorher gemeint, dass man es ja jetzt nach der Winterpause schon gesehen hat, dass die Jugend forciert wird. Es hat ja Debüts gegeben. Ist man da in gemeinschaftlichen Diskussionen zum Schluss gekommen, dass es einfach notwendig ist, wieder mehr Eigenbauspieler zu haben, was ja bei Sturm immer sehr geschätzt wird? Weil es hat ja durchaus Diskussionen gegeben, ob nicht der Kader zu alt ist etc. Ich glaube, der wesentlichste Punkt war einfach, dass der Nestor die Möglichkeit gehabt hat, in der Wintervorbereitung diese Spieler in der Türkei im Trainingslager in guten internationalen Tests zu sehen. Und da haben die Spieler, zum Beispiel jetzt Thoma, Koch, Geierhofer, einfach überzeugt in den Tests. Und dann ist einfach das Vertrauen
von beiden Seiten da gewesen. Das war im Sommer oder in der Herbstsaison nicht möglich, weil im Sommer einfach ein großer Umbruch war vom Kader her und einfach in den Tests jetzt die Jungen auch nicht so die Möglichkeit bekommen haben. Aber man sieht, wenn die Jungen auch in Tests aufzeigen, in Testspielen aufzeigen, dass der Nestor ihnen die Chance gibt. Und das ist ganz klar der Weg. Und darum habe ich das einfach vorher auch schon gesagt, dass das kein Zufall war. Ne? Also natürlich wissen wir, das erste Spiel gegen Mattersburg mit vielen gesperrten Spielern, aber trotzdem auch ist dann selbstverständlich, dass dann ein Geierhofer spielt gegen die Admira, wo es auch andere Möglichkeiten gegeben hat, oder dass in der letzten Runde der Trummer in der 50. eingewechselt wird und da hätte es auch andere, trainiertere Möglichkeiten gegeben. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn es keine mehr gibt, dann abschließend von mir noch, dem Viktor Divosch werden wir, glaube ich, ein Trikot übermitteln. Das ist, glaube ich, die Genehmigung habe ich von der Geschäftsführung, da müssen wir intervenieren. Das geht so nicht mehr. Danke auf jeden Fall, ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Für Interviewanfragen wie immer telefonisch oder per E-Mail erreichbar und der Flo Pattes ist vom AF ist schon auf dem Weg zu uns nach Messendorf. Danke und schönen Montag und gesund bleiben.